So, also herzlich willkommen heute Abend. Wir machen gemeinsam eine kleine Ausfahrt mit dem Mungo Sport Speedline und hoffen, man kann das in den Kameraeinstellungen gut sehen. Und vor allen Dingen bin ich auch gespannt, wie sich das Mikro bei hohen Geschwindigkeiten auch macht. Ich werde mal den einen und anderen Bordstein mitnehmen und das Gerät, das Material mal ein bisschen checken. Und da fahren wir auch gleich schon hier in die erste Kurve rein. Super geil. Es macht richtig Laune. Mungo Sport Speedline von Steindreieck auf der Straße. Machen ein paar schöne Kurvenfahrten. Ja, und gucken einfach mal, was uns heute Abend so erwartet. Ja, ich fahre hier jetzt die lange Gerade bis nach Werdorf an die Fischweiher entlang. Eine super tolle Strecke, die man nicht nur schön mit dem Dreieck fahren kann, kann man auch eine schöne Joggingrunde draus machen. Optimales Training, Vorbereitung auf den nächsten Lauf. Und ich vermute mal, dass ich schon den Plan habe, am Weiltal-Marathon nächstes Jahr mal teilzunehmen und nicht nur die 22 Kilometer Strecke zu fahren. Ja, hier geht es weiter auf dem Radweg von Ehringshausen bis nach Werdorf. Ich habe mal die Kameraeinstellung ein bisschen verändert. Wir nehmen mal den Abendhimmel mit, schön in den Abend hinein. Ja, hier fahren wir jetzt in Werdorf über die Dillbrücke. Das ist ja genial mit der Beleuchtung hier abends. Also ab sofort nur noch abends Fahrrad fahren mit Beleuchtung. Jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher. Hier knallen wir jetzt den Bordstein hoch und dann fahren wir noch schön die Strecke hier entlang, weil das für die Kameras bestimmt cool aussieht. So, jetzt bin ich oben auf der Anhöhe von Ehringshausen, also kurz vor Ehringshausen rausgekommen. Und ja, es ist doch dunkler geworden. Es ist dunkler geworden, als ich dachte. Das mit dem Licht ist der Oberhammer. Und ich zeige euch das einfach mal. Vielleicht kann man das erkennen. Wow, wie geil ist das denn? So, die GoPro auf dem Sitz. Bin mal gespannt, ob die Bilder was werden. Und ja, was gibt es zu berichten? Drüben von Werdorf. Drüben von Werdorf die Anhöhe hoch, hier hoch. Da geht es, ich glaube, 1,5 Kilometer hoch. Da habe ich schön permanent getreten, was der absolute Knaller ist, weil da man einfach bei längeren Zeitraum mal ein bisschen die Kraft braucht. Und jetzt zeige ich euch einfach nochmal hier den Blick über Ehringshausen. Ich hoffe, man kann das mit der Kamera bei den Lichtverhältnissen überhaupt noch erkennen. Und dann würde ich sagen, geht es einfach nur noch nach Hause, weil es ist stockduster. Da hinten die Firma Küster und ich sehe schon, irgendwann muss ich noch mal hier hoch, wenn Greifenstein beleuchtet ist. Das kommt bestimmt hammergeil. So, heim geht's und ab unter die Dusche. Bin gespannt auf die Aufnahmen von GoPro und Rolle 400 und bin auch gespannt, was bei dem Mikro rausgekommen ist.
waren doch einige Abfahrten dabei und ich bin echt mal gespannt, ob das Windschutzfell also das hält, was es verspricht. Und auf das bin ich total stolz. Durch die vielen Gänge, die ich habe, konnte ich an den Bergen schön variieren mit dem konstanten Puls hochfahren. Musste einfach mal die Muskulatur anders in Anspruch nehmen und ich bin gespannt, ob ich morgen Muskelkater habe. Ich werde mich jetzt duschen. Ich glaube, ich schneide den Film heute Abend noch zusammen, weil ich einmal sehen will, was rausgekommen ist bei den Aufnahmen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Es steht auf jeden Fall noch ein Materialcheck vom Mungo Sport Speedline an. Ciao, macht's gut, schlaf gut.